In der Komödie Birdman dreht sich alles um den gealterten Schauspieler Regan. Der ehemalige Superheldendarsteller will seine Karriere neu ankurbeln und inszeniert dafür ein Stück am Broadway. Kurz vor der Premiere häufen sich aber Probleme. Die Finanzen sind am Ende, der Regan gerät mit seinem exzentrischen Hauptdarsteller Dave aneinander und auch das Verhältnis zu seiner Tochter könnte besser sein. Der Michael Keaton spielt den Regan, Emma Stone seine Filmtochter und der Edward Norton übernimmt den Part von Dave. Alle drei haben für ihre Leistungen eine Oscar-Nomination bekommen. Das ist aber nicht ihre einzige Gemeinsamkeit. Sie alle haben bei Batman, Hulk oder Spider-Man mitgespielt und so schon Erfahrungen mit dem Superhelden-Genre gemacht. Sie sind also vorbelastet in den Film eingegangen. Das war aber kein Problem, sagt Emma Stone. Meine Erfahrung unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, weil ich nicht selber eine Superheldin gespielt habe. Ich war Teil dieser Filme, aber immer ohne Druck von der Maske. Mir haben die Filme Spass gemacht, auch wenn sie mit über 1000 Beteiligten riesig waren. Für mich ist das keine Last, sondern eine gute Erfahrung. Eine völlig andere Erfahrung liefert Birdman. Der Regisseur Alejandro González Iñárritu hat grossen Aufwand betrieben, um viele Szenen ohne Unterbrechung zu filmen. Das versetzt Zuschauer noch direkter in die Welt von Regan und reisst sie von Anfang bis Ende mit. Doch das ist für die Schauspieler eine spezielle Herausforderung. Der Edward Norton ist von dieser Vorgehensweise trotzdem begeistert. Es ist ungewöhnlich, wenn jemand eine wirklich originelle Idee für einen Film hat. Ich bin immer eng mit dem Theater verbunden, darum finde ich es natürlich toll, eine Szene komplett durchzuspielen. Nummer 1 war bei diesem Film ganz anders, hat aber umso mehr Spass gemacht. Wir haben deutlich mehr geprobt. Und die Proben haben sich gelohnt. Unsere Prognose sagt, für Filmfreunde, die offen sind für Ungewöhnliches und die Trennung von Realität und Illusion nicht zu streng nehmen, ist Birdman ein wahrer Genuss. Abseits von der Prequel-Sequel-Dominanz beeindruckt der Film außerdem durch seine außergewöhnliche Machart und brillante Schauspielleistungen. Wir geben 5 von 5 Schirmchen.